Du hast keine Eier? Ja, das wissen wir. Was fährst du für Zeiten, Nofix, auf Schmutzpanorama? Hier ist eine 52 gefallen. Sein oder nicht sein? Ja, aber da fühlt sich an den BMW, da fühlt sich an den AMG ein bisschen vernachlässigt, ne? So ein AMG, so ein. Ja, aber so ein AMG will aber auch fachmännisch bewegt werden und auch regelmäßig. Also 10 Minuten Monster Hunter, eine Stunde AMG bewegen. Ist ja auch ein Monster. Sag jetzt nichts Falsches, du mit deiner komischen Zwiebacksäge. Sag ich jetzt Zwiebacksäge. Wir müssen uns langsam mal einig werden, ne, was wir beim 4-Stunden-Event nun fahren. Tatsächlich würde ich sogar sagen, aktuell Dirk, weil Dirk ist, glaube ich, schneller als Max gerade. Also mir ist egal, welche Karre, ne? Also ich komme, also klar, ich brauche beim BMW ein bisschen mehr Zeit zum Einfahren, aber ich habe an sich mit der Karre kein Problem. Ich glaube, der BMW hat halt den Vorteil aufgrund dessen, gerade weil wir das Setup einstellen können, hat der BMW halt auch das Vorteil, er hat halt einen Turbolader, was halt ein bisschen besseres Ansprechverhalten für die Strecke ist. Aber es ist halt immer krass, ne? Was so Lobby-Settings, weißt du, so dieses einfach dieses Lobby-Setting-Verhalten. Es ist ja, dass dieses 4-Stunden-Event da 2-2 gefahren wird, ne? Und was es einfach Unterschied macht, dass es Lobby-Setting 2-2 ist zu 3-3 in der GTSC, dass der BMW so stark ist, ne? Ich würde es auch cool finden, wenn man gewisse Sachen in der GTSC einführen könnte, dass man so Settings machen kann. Muss ja nicht viel sein, aber so ein bisschen, weißt du? Es würde auch für die eine oder andere Strecke noch mal ein bisschen was anderes bieten. Hat bei dir schon gestartet? Bei mir noch nicht.
Ich guck mir das gleich an. Also nach dem Rennen, Dirk. Ja, bei mir geht es ja, wie gesagt, noch nicht los. Warum auch immer. Das ist egal. Richtig. Ja, aber ich bin halt der Meinung, die Ligaleitung, sag ich, macht das halt immer noch freiwillig. Klar, Ligaleitung, Liga ist Ligaleitung. Und wir wissen halt alle, dass nicht nur weil ich angemeldet bin und das Spiel zocke, heißt ja nicht, dass ich das unbedingt zocken muss. Es kann ja auch sein, dass gerade so ein Freundin und sonst irgendwas. Meine Freundin könnte auch jederzeit an meiner Konsole ran und zocken, wenn sie will. Der Typ ist ja auch eine Maschine. Naja, schlechteste würde ich jetzt nicht sagen. Das ist wohl wahr. Jo, die hieß gerade im Training schon 1,52,5 geflogen. Weil es fehlt einer und der kommt nicht rein und deswegen klappt das nicht und ich denke mir einfach, dann denke ich mir auch gerade so einfach, dann hat er Pech. Ah, startet jetzt so. Bei mir ne. Alter, 10 Minuten, das schaffst du ja gerade mal 2, 3 Runden. Haben die nicht erst die Strücken?
Das Elend musst du dir nicht antun. Ich weiß ja nicht, wer bei uns heute streamt. Ja. Und da stimme ich Dirk sogar zu. Richtig. Kann ich bestätigen. Ich muss aber sagen, dieses Schmutzpanorama ist echt auch teilweise ein Selbstmordattentat hier, ne? Das ist wie in Monaco, Alter. Ein Fehler und die nächste Mauer ist deine. Ja, aber
Ich bin aber an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich habe es ja gesehen in der ATM, wenn du halt zu wenig Fahrer hast, nur 4 Leute, und dann macht es halt aber auch keinen Spaß mehr. Deswegen habe ich ja schon alleine zugestimmt, deswegen, dass wir denjenigen mit reinnehmen, ne? Ja. Der braucht aber ganz viel Rennerfahrung. Und dafür ist die GTS, muss man sagen, echt gut. Gerade unsere Liga. Bringt ihm aber hier nichts. Okay, Curbs sind Lava. Muss ich mir merken. Dass er jetzt in die Box gefahren ist, bringt halt gar nichts, ne? Ich würde keine Zeit mehr schaffen. Der Bad Knight. Das mich gerade abgehoben. Oha, da hat er richtig Zeit gerade gefunden. So, jetzt nicht den inneren Körper, wisch nicht den inneren Körper.
Okay. Du, hier drin wird darauf hinauslaufen, keinen Schaden einzukassieren. Eieiei. Tja, hätte der Hund nicht Schüsse in der Nase gehabt, ne? Ich bin gespannt, was Foxy draus macht mit seiner Chance, die er hat. Nicht nur du. Ich bin mal schnell pullern, hab noch ein bisschen Zeit. Da bin ich wieder. Seid ihr noch da? Ach, bei euch hat drin schon gestartet? Ich hab noch 5 Minuten. 4. Aber eins sage ich euch: Wenn Foxy seine Chance am Wochenende nicht nutzt, ne, bin ich echt angepisst auf ihn. Nee, oder nicht trainiert oder sonst irgendwas. Weil er mir deswegen schon tagelang eigentlich in den Ohren liegt. Dass er gerne mitfahren würde und sowas. Deswegen habe ich ja mit Luke geschrieben, ob es eine Möglichkeit gibt noch, da eben welche ausgestiegen sind, Nachrücker reinzuholen, weißt du? Nee, den Pflichtreifenstopp. Du hast immer, du hast Reifen, Mittel und Soft, die werden wahrscheinlich ausgerechnet haben, dass sie mit, wenn sie die erste Runde stoppen, dass sie dann voll tanken, dass sie dann mit den Softies besser durchkommen. Da hat man letztes Season auch. Richtig, haben sie, da hat man letztens Season auch gemacht. Da bist du meistens mit Hard gestartet, bist ein, zwei Runden Hard gefahren und dann bist du gleich auf die Medium und Soft gegangen.
Da waren nämlich nur alle Reifen Pflichtreifen. Ich mach das auch mal. Mit Medium starten. Ja, da wir mit halb vollen Tank fahren, gucke ich mal, dass ich vielleicht durchfahren. Erstens nicht mit Medium. Bad Night? Wieso heißt der? Naja, hat sich sonst keiner weiter breit erklärt, glaube ich, Host zu sein. Ich hab da auch keinen Bock zu. Der ist ja, glaube ich, jetzt drinne. Oh, okay. Wie sie da waren, habe ich alles keine Ahnung. Okay. Weißt du, wir machen uns Gedanken darüber, und Uwe hörst du dann so, ja gut, habe ich von beiden Seiten ein bisschen Schaden, lohnt sich der Boxenstopp wenigstens. Ja, das kann halt wieder nur von der Pfeife kommen, weißt du? Voll normal, ne? Schwabbel, wabbel. Ja, aber keine Ahnung, wie geht. Was soll er machen? Ja, ich hab's gesehen bei Erwin. Aber wenn man so ein bisschen die Linie von Schmutzpanorama drin hat, geht's eigentlich. Dann kann die Strecke echt Spaß machen, obwohl sie halt zum Überholen ist halt scheiße. Doch, ich hab. Ja, ich hab, aber ich hab Medium-Reifen drauf. Du, für mich ist ATM eh bloß noch so, dass es läuft, dass ich mitfahre. Weil ich habe gesagt, eigentlich wollte ich das alle Zeit nutzen, um mit Lenkrad zu üben. Da jetzt mit meiner Schulter halt so beschissen ist, ist halt scheiße. Aber der Physiotherapeut meinte, ich soll es trotzdem probieren. Ne, nicht mal wie ein Kraftaufbau, sondern einfach gucken, dass die Schulter nicht verklebt. Oh Gott, jetzt verschalte ich mich auch noch.
Körper sind Lava. Ich habe mir schon ein Pixel reinrutschen sehen. Warum habe ich denn jetzt den Schaden mir links eingefahren, bitte? Ich bin links irgendwo so hingeeckt. Ist mit Controller, finde ich, gar nicht so einfach. Deswegen mag ich solche engen Strecken nicht. Weil es, weil ich wie gesagt, es ist genauso wie Jeddah in Formel 1. Ich mag solche Strecken einfach nicht, weil du hast halt so Probleme, die richtigen Lenkwinkel alle zu treffen. Und triffst du es mal einmal nicht mit Controller, machst du es halt gleich irgendwas kaputt. Okay. Ja, das glaube ich. Gut. Aber wenn er nicht bestätigt, kann auch nichts. Kann, ich wollte gerade sagen, wenn er sich nicht, wenn er nichts macht, kann auch nichts abgestellt werden. Ja. Na, vor allen Dingen, ich finde es viel beeindruckender oder viel trauriger, dass er seinen Punkt nicht mehr auffällt. Obwohl ich sagen muss, um Platz 3 ist schön eng jetzt geworden, ne? Aber wäre aber nicht so eng, sage ich offen und ehrlich, ich wär locker nur Vierter, wenn Full Power und Boss HO alle Rennen teilgenommen hatten bis jetzt. Richtig, ich habe dafür aber alle teilgenommen. So, und deswegen sage ich ja, ich würde nicht auf Platz 3 stehen oder auf Platz 3 kämpfen können, wenn die halt nicht diese zwei Rennbäder nicht dran teilgenommen hätten. Wie gesagt, Full Power hatte einfach nur auch, muss man sagen, der hatte halt, wie gesagt, im Spezialevent hat er halt richtig aufgeholt. Na, ich bin nur Siebter geworden. Das ist ja der Punkt, was mich am meisten ärgert. Ich hätte im Spezial, wenn es so viele Punkte gut machen kann, ich hätte mindestens noch zwei Plätze mehr haben können. Ich wäre bestimmt Vierter oder Fünfter gewesen. Deswegen ärgert mich das so besonders. Naja, ich muss sagen, daraus lerne ich zum Beispiel auch. Ich werde mich nächstes Mal, wenn wir solche Situationen haben, werde ich mich vorher mit dir einigen.
Ja, manchmal ist es gut, wenn so ein Idiot laut denkt. Das ist halt so eine innere Checkliste, die ich, seitdem du mir das erzählt hast mit den TKS und sowas, dass ich so eine innere Checkliste für uns beide einfach durchgehe, weißt du? Naja, fährt der E-Benz. Nee, Foxy kommt ja eh nach dem Rennen heute noch online. Dann werde ich ihm ein paar Sachen durchgehen, was die Liga angeht. Kannst ja, wenn du willst und Zeit hast, kannst ja Foxy schon mal unserer Liga 3 Party hinzufügen. Sollte eigentlich jeder können. Ja, irgendeinen. Also Ente kennt das. Na, der hinzugefügt worden ist. Ja, aber wie gesagt, was du sagtest mit diesem, mit der Liga wechseln, habe ich auch schon überlegt, weil es dieses toxische Verhalten aktuell ist halt anstrengend. Es macht doch keinen Spaß. Ich finde das Toxische aktuell und überschattet halt einfach. Anstatt dass man einfach drüber redet, was Full Power, Six Killer, aber auch die anderen alle für geile Duelle hatten. Nee, da kommt eh ne sowas und dann wird den ganzen Tag wieder nur darüber diskutiert. Ja. XX Mr. Foxy XX irgendwie so. Ja, genau. Dreier-Shit. Wer ist da noch drinne? Du, ich, Bunny sind drei. Ja, aber aktuell ist da noch ein Dreier-Shit. Jetzt so. Pfeife. Inwiefern? Naja. Ja, aber da muss ich aber Grinzler irgendwo recht geben, ne, was er da geschrieben hat dazu. Die Frau ist wer nicht. Doch, ich schwanke. Ja, das kenne ich auch.
Bei Bier hört die Freundschaft auf. Ich wollte gerade sagen, da hat sie eher noch ein Wörtchen mitzureden, ne? Kann ich nicht beurteilen. Ach, Maniac. Ich fand's schade, weil ich bin gerne gefahren. Ich weiß. Ich weiß. Der hat auch unser neues Hype-Logo auch gemacht. Ich weiß, ich hab's bei ihm gesehen in der Sammlung. Deswegen weiß ich das. Ja, wegen den Windschatten. Hab ich. Nee, ist bei mir. Ey, die Strecke ist so frustrierend. Ich habe nichts gegen an sich gegen die Strecke, ne? Es ist aber so frustrierend, solche Strecken. Was ich soll in den Floh reinkommen? Okay, richtig. Yep. Ganzen Tag zu Hause rumkommen ist auch anstrengend. Ja, wild und hier durch die Gegend drin ist halt auch sehr anstrengend. Ja. So wie man die Kontrolle verloren hat, konnte man kann die aussprechen.
Ist das Rennen schon vorbei? Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Wie läuft denn nicht bei dir, Manu? Was sind's denn für Strecken? Ach, ich glaube mit dem mit Chicane oder ohne? Weil ich kann mir vorstellen, dass mit Gruppe 2 ist und mit den Audi, das macht schon Bock. Mit auf den dritten Sektor ist. Oh Gott. Komm, ab auf dem Asphalt, geht doch. Bravo, Audi. Call me Daddy. Entschuldigung. Dirk, was sind denn nun die neuen Strecken? Wenn irgendwas bestimmt irgendwann mit Season-Vorbereitung liegt, Season 4 oder sowas. Also mit Chicane. Okay. Oh, das ist aber hart. Interessante Strecken diesmal bei. Ich habe interessant, ne? Ich fahre gerade mit Zeiten besser, fast genauso schnell wie mit meinen Quali-Zeiten, ne? Road Atlanta könnte halt richtig abfuck sein. Ich kenne.
Strecke sagt. Tatsächlich sagt mir die Strecke gerade gar nichts. Manu. Manu. Fick dich. Aber weißt du, was das Schöne ist? Wenn du schon mal Schaden vorne hast, dann kannst du in die Wände ecken, wie du willst, kannst du nicht noch mehr schauen. Ich weiß nicht mehr, wer hier Max ist. Ich sag mal nur, hä? Wie kompliziert er denn jetzt mit Max? Macht er gerade eine WhatsApp, eine Sprachnachricht oder was? Naja, Sprit eine halbe Stunde wird ein bisschen schwierig. Vor allem mit der Klasse. Das nächste Mal muss man ja mal sagen, man muss ja mal gucken, dass die zur Klasse passen. Sind jetzt mal gute Rennen bei. Ist ja auch schon. Ja. So ein Feuerball, Junge! Ey, wenn ich überlege, ich habe Schaden und ich hole trotzdem auf den eigentlich vor mir auf, ne? Entweder. Ich hole ja auf. Das heißt, entweder der auch Schaden. Oder ich habe meinen Schaden so gut verteilt, dass ich besser klarkomme jetzt als er. Okay, er hat Schaden, deswegen fährt er jetzt in die Box. Ja, ich guck mal, dass ich noch fahre, bis der Sprit leer ist und dann mache ich voll und gehe in die Box. Ich bin ehrlich, wenn ich hier irgendwelche Ambitionen hätte, Top 5 oder sowas fahren zu können oder sowas, würde ich es auch nicht machen, weil würde ich es auch machen. Aber da ich hier sowieso außerhalb der Konkurrenz bin, also sorry, aber drauf geschissen. Wie ist es eigentlich? Hat Hamburg mittlerweile ihren Schleudersitz ausgebaut? Nee, Schleudersitz. Weil die haben eine Zeit lang haben sie auch die Trainer schneller gefeuert, als sie da waren. Also haben sie einen Schleudersitz eingebaut.
Ich muss rechts nochmal irgendwo gegenfahren. Die Karre zieht schon wieder nach links. Computer sagt nein. Also für mich wäre es der letzte Stand, dass das Anja das macht. Ja. Wieso? Schreiben Sie das, das Content für OnlyFans oder was? Na, sind die Leute, die zeigen dich an, weil du so freizügig bist, weil du zu wenig zeigst. Die wollen mehr Freizügigkeit. Und deswegen zeigen sie dich an. Umgekehrte Psychologie. Ich bin happy. Ich brauche jetzt nur noch die letzten beiden Human Comedy-Rennen machen. Mit ein bisschen Glück schaffe ich die morgen. Und dann habe ich die Human Comedy ganzen Rennen alle durch. Jupp. Naja, was soll ich machen, wenn ich ganz noch zu Hause bin? Sag mal, du bist irgendwie draußen oder so? Oder auf dem Balkon? Ja, danke. Ah, Scheiße, da gibt's 3 Sekunden Strafe. Boxen ihn über vorn. Egal. Scheiß drauf. Da. Wieso nicht? Na, wieso? Er hat ja recht. Wieso? Er hat doch recht. Mit einem schönen Gruppe B-Wagen macht er bestimmt auch in Schweden Spaß.
Ach, ich glaube, ich bin gerade überrundet worden. Also nur fix, um deine Fahrt zu antworten, theoretisch kommst du doch mit einer halben Stunde ungefähr mit einer Tankfüllung. Ich habe auch gerade voll getankt und wow, echt jetzt? Die Wand doch bloß geschliffen. Naja, machen wir weitere 26 Runden mit 26 Minuten mit Schauen. Wenn es weiter nichts ist, bin ich eben schon 20 Minuten mit Schaden gefahren. Ey, ist aber auch schon krass, ne, mit 250 über durchzuplänken. In VR muss das bestimmt richtig hart sein. Also in VR, ich glaube, genauso wie Nordschleife. VR, da, ich glaube, da kackst du hier schon in die Hose dabei. Ich muss langsam, ey, Auto, mach mal was. Ich muss da links irgendwo gegenfahren, sonst reicht es nicht mehr aus. Na, kann ich mir schon vorstellen, weil in vielen Passagen die erste aktivieren zu gefährlich ist. Täusch. Super, ich habe vorne links meinen Schaden, den ich haben wollte. Jetzt ist das Auto wieder gerade. Wie viel war denn jetzt noch eine Strafe? Für was denn bitte? Ich stell die Karre leer ab, Alter. Ich bin hier auf dem Sack. Das Spiel. Hä, ja, aber die Karre ist gerade. Ja, wenigstens etwas. Der fährt in der Box, hat er wahrscheinlich wieder schauen. Nee, weil ich will Foxy halt ein bisschen trimmen fürs Wochenende, weißt du? Da will ich ihm halt noch einen oder anderen Tipp für den Benz geben. Was ich Anja auch angeboten habe. Das heißt, an der Stelle, wenn ihr Benz mit Bier fahren würde, dann würde sie viel mehr ihren Benz bewegen. Das muss. Das also, Hauptsache Alkohol. Dann sorge ich mal dafür, dass ein Sticker gemacht wird mit einer Minibar, dann passt das schon. Hallo, Spiel, ich bin abgeflogen. Warum gibst du mir eine Strafe? Fick dich.
Suzuka ist auch wieder so eine Strecke, wo ich sage, da haben, muss man knallhart sagen, sind wir Leute mit Lenkrad fahren wir leicht im Vorteil. Naja, es gibt so manche Strecken wie Spa zum Beispiel, muss man knallhart so sagen, die verzeiht das noch. Aber so eine Strecke wie Suzuka, wo du halt viele leicht, schnelle Kurven, leichte Kurven hast, wo halt wirklich darauf ankommt, dass du nicht so viel lenkst, gerade bei sowas bist du halt mit dem Lenkrad viel präziser, was halt für einen Reifenverschleiß geil ist. Ich meine, wenn ich überlege, wenn ich mit dem Lenkrad fahre, obwohl ich nicht schnell bin, ja, verbrauche ich gefühlt nur die Hälfte an Reifen, wie wenn ich normal mit Controller fahre. Ja, da hilft aber eins, muss man Traktionskontrolle anmachen und nicht immer mit Vollgas da die Kupplung kommen lassen. Fährst du quer, siehst du mehr. Sag mal, du hast dir denn schon Gedanken gemacht, was für eine andere Liga du gehen würdest? Dachte ich mir gerade schon. Ich glaube, dann würde ich aber lieber eher spielen, dass ich die Justice League kille. Wenn, kauf das mal, ich kauf dir dein Fanatec-Zeug ab. Du hast 8 Newtonmeter Base, ne? Na, ich habe ja vielleicht Glück, ich werde mir wahrscheinlich auch bald bestellen. Weil ich habe ja von Mega Hoshi, der hat ja bestellt gehabt, wo es die Probleme gab und hat einen 25% Gutscheincode bekommen. Und den hat er mir gegeben. Also 25% Rabatt, das ist schon eine Nummer, gerade wenn du erst aus Einrichtung machst. Ich würde quasi die V3-Pedalen dazu bekommen und würde genauso viel fast bezahlen, wie wenn ich mir einfach nur die Loadster dazu kaufe, weißt du? Also ich fahr mit Schaden besser. Ich bin gerade auf neueste Bestzeit unterwegs, obwohl ich Schaden habe. Ja, so nicht. Noch 17 Minuten. Wollen wir gleich noch eine Runde Suzuka fahren? Wie nicht? Dafür hast du verbraucht. Dann musst du halt noch mal den Arsch brechen. Dann können wir gemeinsam Suzuka fahren.
Das ist auch so ein Grund, warum ich aktuell die Human Comedies mache, weil ich einfach vor mir das die Zeit habe. Die ist schon im Bett. Die hat jetzt 3 Wochen Frühschicht oder so, weil eine Arbeitskollegin krank ist. Blärt, hast du dir gedacht, ne? Hab selbst ich nicht mein Gericht, letzter zu sein. Streng ihn mal an. Obwohl ich Schaden habe, ne, kommt er hinten zwar langsam näher, aber so wo der richtig rankommt, da auch nicht hinter mir. Schlimme, sie traut ihm auch noch zu. Die Büderstrafe für Abkürzen. Aber so kann man es auch regeln. Bro, ich kriege echt keine Strafe dafür gerade. Also dafür keine Strafe ist eigentlich schon wieder ein Wunder. Bestimmt, weil ich Platz gewesen, weil ich mir auch nicht Platz gemacht habe für den. Machen Ausgleichsschmerz. Sag mal, hat der Bad Knight nie nachgetankt? Wenn er in Box ist? Ich meine, sorry, wenn ich das sage, aber wenn ich recht früh im Spiel Schaden habe, dann mache ich doch die Karriere mal noch voll. Dann hör auf, dir Sachen in den Arsch zu stecken. Das hätte mir eigentlich Erwin gleich kommen.
So, was ist mein Fazit dieses Rennen? Naja, eine Dreiviertelstunde mit Schauen gefahren. Passt. Nur wieso? Ich habe gelernt, eine Dreiviertelstunde mit Schauen fahren. Von mir 2,18. Was bei euch die Schnitzel eigentlich nur fix? Naja, der Typ bei uns ist nur 52,3 gefahren. Ist halt das Problem mit Gastfahrern, ne? Die Gastfahrer oder Neueinsteiger, die werden halt immer Liga 4 auseinanderpflücken. In der Richtung finde ich das Konzept halt mit dynamischer Tabelle halt auch nicht cool. Er hat ja letzte Woche schon gefragt. Du hast fast eine Woche Zeit gehabt.
Ja, aber ich habe eh schon, von daher ist es eh nicht ganz. Die Kurve hier ist eigentlich eher das Problem, die jetzt reinkomme. Weil triffst du die Kurve davor falsch, kommst du zu weit raus, dann kommst du ganz schnell in die Wand gegen. Yay, noch zwei Runden. Das kühle Blonde. Was, Was, Krank. Da steht im Wasser bis zum Hals. Ach stimmt, da war ja was. Hier, wie heißen sie? Electric Callboy?
Wo warst du? Wo war das Konzert überhaupt? Ach du Scheiße, kein Wunder. Im Velodrom? Bei mir zu Hause um der Ecke. Landsberger Allee. Ja, nee, darum geht es mir nicht, weil Elektrokorb ist eh nicht meine Mucke. Mir geht es einfach nur darum, dass sie bei mir um die Ecke gewesen wäre. Hätte sie ja wirklich mal treffen können. Wir haben uns nicht drüber unterhalten, wo es war in Berlin. Richtig. Ja, sie hat ja auch nichts gesagt. Ja.